Boah, gestern war ich geil auf der Arbeit. So, ich nehme jetzt auf. Ja, habe ich jetzt auch angemacht, damit YouTube auch was davon hat. Als Rumäne kann man das mal machen. Ja. Alter, deine Gebäude, ey. Die sehen so lustig aus. Einfach so ein Bretterverschlag mit einem Netz drüber. Das ist kein Bretterverschlag, das ist eine Kiste, ist das. Einfach eine große Kiste und ein kleines Ein-Mann-Zelt, wo 10 Leute rauskommen. Das sind alles rumänische Luftlandedivisionen, ja. Die Kiste wird einfach aus dem Flugzeug rausgetreten. Aufgeschlagen und da kommen dann die ganzen Rumänen rausgelaufen. Mach dich mal nicht über die Ceausescus Armee lustig, ja? Wer macht sich denn über die Rumänen lustig? Weißt du, abgehobene Waffen-SS da drüben? Hey, guck mal, wir haben hier schöne SWS, ja? Die werden dann aufgebaut, richtig geil, weißt du? Und du wurdest halt so ein Bretterverschlag. Ja und? Ja, nix ja und. Ja, man kann mein Haus nicht wegrollen. Ja, meins kann einfach wegfahren. Ja, brauch ich nicht, bei mir ist kein Rückzug. Nee, nicht zum Rückzug, sondern besser nachzustoßen, ja. Ja, das gibt's beim Rumänen nicht. Ja, guck, erster Fehler. Nachstoßen ist überbewertet. Der Feind wird gleich beim ersten Feuerwechsel komplett vernichtet. Ja. Warte mal ab, wenn die Russen sich gleich zeigen, dann zeige ich dir das. Noch lachst du. Gleich wirst du Rumäniens überlegene Firepower erleben. Oh, da sind sie schon, siehst du es? Ja, die Russen sitzen schon im Dreck. Ich sag. Deswegen, als Rumäne kann man das sagen, es war eine super Idee, sich Deutschland anzuschließen, ja? Weil die Deutschen brauchen definitiv Hilfe. Die schaffen das sonst nicht gegen die Russen. Ja, ja. Das ist ja rumänische Propaganda. Ja? Guck mal, meine Leute nehmen meine Leute als Deckung. Ja, gut. Das ist echt was, wo man arbeiten. Und die Russen schicken nur so Bauernlümmel. Ja, ist doch perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Was machen die Russen da? So, jetzt kommen erstmal rumänische Panzerverbände zum Einsatz, ja. Ja. Beutepanzer. Nee. Sondern? Siehst du gleich. Ach, dieser Panzer 4, der einfach nur umbenannt wurde. Nix umbenannt.
Na, jetzt hat's aber heftig geleckt. So, jetzt habe ich ungarische Conscripts, ja? Die Ungarn sind auch schon hier. Das Feld ist auch viel zu groß. Brauchst du Flankenschutz, ne? Alter, die haben hier einen Bunker gebaut direkt vor meiner Haustür. Ich hätte früher auf das C2 gehen müssen. Ah, ja, hier. Du? Wo war's? Da! Schwere Bunker. Ja. Schwere rumänische Bunker, ja. Komm, bau dich schneller auf. Ich halte den Feind auf. Was ist bei dir los? Na, ich baue gerade meine Armee auf. Ah, die haben wir ja schon mal gespielt. Mm. T-34 kommen angerollt. Na, sollen sie. Wollt's nur sagen. Ja, meine überlegenen Panzerschrecken Lux werden wir nicht. Okay, das macht keinen Sinn. Panzer festbauen können wir nicht leisten. Einer unserer Panzer wurde zerstört. Ich muss halt immer einen Arbeitskollegen fragen, ob wir diese Woche wieder grillen. Wie das aussieht, oder was? Ja, nichts zu tun. Doch, noch was zu tun, aber. Wieso sollte man nicht grillen in der Pause? Das Schöne ist, dass meine Waffen so überlegen sind, die kosten nur die Hälfte von den Deutschen. Ja. Das stimmt allerdings. Ich hasse so weitläufige Karten, die sind alle scheiße. Warum? Kannst du die Deutschen. Ich dachte, du bist doch die SS. Wo sind denn die schweren überlegenen Panzer, hä? Ja, die kommen noch. Im Moment habe ich hier meine Pioniere, die alles weg. Ich kämpfe immer noch an meiner Festung. Ja, toll, das ist aber einfach zahlt. Das sind nur zwei Überlinien. Da muss der Schlitz zwei Maschinengewehre. Hallo, der Russe beschießt mich mit Artillerie. Ja, die von Mörser, da kannst du schnell genug ersetzen. Rat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 
Gute alte russische Beutepack. Oh. Wo, was? Was? Ich hatte eine russische Beutepack. Ah. Immer diese Scharfschützen. Was? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Flammenwerfpanzer im Norden. Ja. Muss im generell gucken. Ich brauche unbedingt mehr Treibstoff. Ja, ich brauche eine Pack. So, jetzt habe ich auch Panzer. Wir haben einen schweren MG-Trupp verloren. Holy shit! Was? Der ist ja schon überall, der Russe. Ja. Kannst du den Treibstoff da hinten erobern? Dann kann ich abwerfen. Bin schon dabei. Ach nö. Einen Panzer verloren. Ja, in Bewegung.
Panzereinheiten wurde ausgeschaltet. So haben wir aber. Jetzt war es auch klar. Versorgungsflugzeuge unterwegs zum Schlachtfeld, Kommandant. Der Feind hat einen Panzer zerstört. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Ist abgeworfen, du musst nur einsammeln, bevor du stirbst. Jetzt sammelt der Russe. Aber ich hab den Ball auf dem Weg, der jetzt Nachschub dorthin kann. Neue Panzerabwehrkanone, unsere Basis wird angegriffen. So, jetzt wird's bald besser. Wir können jetzt bessere Einheiten anfordern. Wir stehen bereit und erwarten Ihr Kommando. Das kann nicht sein. Wo die Liebe. Da, da, da. Hab keinen Treibstoff, deswegen muss ich den Krieg verlieren, ja. Ich sehe da eine rosige Zukunft entgegen. Mit 5 KT? Ja, das auch. Den brauchen wir dringendst. Dringendst. Ja, das ist viel. Aber ich will doch was anderem. Was vor dem wird 5 KE. Noch ein kleines Extra. Mein Problem ist, dass meine Basis gleich geschrott ist. Ja, rumänische Leichtbauweise. Ja, und? Der Russe hat ja auch nicht gerade wenig Material im fucking Stalingrad. Ja, und das ist doch kein Problem. Es sieht im All noch relativ entspannt im Leben. Ich sag mal, wenn das. Ach, auf jeden Fall. Unsere Basis wird angegriffen. Ich schick dir auch hier was Schönes. Ja, den brauch ich auch jetzt. Feuer frei. Feuer frei. Du hast die Unierinfanterie da? Ja. Dann schick ich mal die KT da vorne, um den Panzer anzugreifen. Ich müsste dann nochmal ein bisschen reparieren, weil der jetzt Flammenwerfer ein ist. Und ich habe jetzt hier was Schönes für meine Basis noch. Ja, da kommen ganz viele Russen in deine Basis. Ja, das ist ein bisschen Flame-Action und Tiger, naja, das ist alles hier nur halb so schlimm. Na gut, okay. Kannst du mal bitte oben die Panzer abknallen, rechts mit dem KT? Ja, ich muss gerade an zwei Fronten da kommen. Ja, dann gib mir den KT. Steig aus. Ja, wenn das geht würde. Gib mir mal den Rumänen. Ah, komm. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Ich brauche gar nichts mehr bauen. Okay. Kämpft doch! Jetzt muss seine Basis überleben. Das ist jetzt halt erstmal. Da ist mein. Haku hat ein kleines Problem. Ach, wir kriegen das. Da steht ein Gammelpanzer bei mir rum und ich kann jetzt. Ja, weiß ich, will den Turm schon. So, auf 2 Meter Entfernung draufgeschossen. So muss das.
Jetzt gehen wir mehr um. Oh, hier stehen Panzer, die kann ich reparieren. Ja. Dann wieder Kampfwagen. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Wir erleiden Verluste. Hallo? Ja. Wir verlieren gute Soldaten. Das ist schon ausgetimt. Nee. Weil es sieht gerade übel. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Stuka startet mit dem Angriff auf den Feind. Du musst diese Scheiß. Die Dinger hier. Die. Dann kann ich nicht weiterkämpfen, wie die da stehen. Achso, ja. Verliere meine gesamte Infanterie wegen dem Big Thunder. Ja, ich guck schon, dass ich die auseinander. Das Hauptquartier wird angegriffen. Oh, jetzt geht er vielleicht fast drauf. Wir sind halt hart mit Dings in der Ex. Ja, das sieht schwer verloren aus. Ach, Endsieg ist drin. NC confirmed. Alter, der kriegt hier jetzt am Saft. Nein, den darfst du nicht verlieren! Ich weiß. Zerstört. Noch lebt er ja noch. Er lebt und hält die Front. Mit so wenig Leben, dass man das nicht mehr sehen kann. Ich verliere mein letztes Gebäude. Wenn das weg ist, haben wir verloren. Okay, ich baue ein Zelt. Ich baue ein Zelt! Was? Ja, ich steig ein! Rennt! Rennt für Rumänien! Rennt! Ich schick Pioniere hin. Rumänien hat Königstiger! Jawohl, jetzt geht's los hier! Ich schick Pioniere hin, schnell! Schieß die nächste Feuer ab! Wo ist er? Da steht er doch! Ja, Feuer freigeben! Abgeprallt! Okay, der feuert mit schwerer Artillerie rein. Okay, gut. Die Infanteriegeschütze liegen halt kacke. Hauptgeschütz zerstört. Aber er lebt! Nee, Alter, das Motor. Kaputt, Ketten gerissen und die Waffe zerstört. Noch 12 Sekunden, dann können wir Pioniere. Nein! Jetzt vorbei. Oh. Noch 12 Sprit, dann kann man einen Panther. Alter, nein, das hängt schon. Verbindung abgebrochen. Nee, ja. Ne? Ja, das spammt die KI jetzt. Erfolgreich wieder verbunden. Ja, Glück gehabt. Ich hab T-60 Flakpanzer. Wir müssen den Russen ran. Oh, da steht ein ISU, da sollte ich vielleicht nicht besser. Oh, oh. What? Wieso? Hab ich jetzt auf einmal kein. Panzerpause! Panzerfaust! Panzerfaust oder keine Ahnung. Vielleicht hätte ich doch nicht Rumänien nehmen sollen. Nein, der Panzer wurde zerstört. Besetzt den kleinen T-60.
Okay, jetzt haben wir verloren, jetzt kann ich keinen Panda mehr bringen. Ja, meine HQ ist. Mein letztes Gebäude geht dran drauf. Die feuern Artillerie in die Basis, wie dreckig ist das denn? Das Gebäude muss fertig werden, sonst haben wir verloren. Okay, weiter geht's. Der Russe gibt uns aber hier. Oh, weitere Varianten. 127 Sekunden. Oh oh, da steht T-35 Panzer. Noch 2 Sekunden, dann kann ich auch die Pioniere jetzt beitragen. Ja genau, ich wollte gerade sagen, bau lieber schon mal ein anderes Gebäude. Ja, es ist fertig geworden. Ich baue mehr Zelte, das hält Russland. Nein, es ist zerstört worden. Aber wir leben noch, wir leben noch. Solange ich weiter Zelte baue. Solange wie die Zelte gebaut werden, bin ich verloren. Nein! Okay, jetzt haben wir verloren. Early Game verteidigen gegen die Russen. Hätte sie mich mal die Ebene verteidigen lassen. Ja, wir hätten die Plätze tauschen müssen. Als Rumäner hätte ich das locker geschafft. Ja. Ah ja, gut. Wollen wir es nochmal probieren? Natürlich. Die Zeit haben wir noch. Ja, das ist noch drin. Müsste noch drin sein. Stell mir mal weg, ja. Wie viel Zeit hast du noch? 6 Uhr? Ja, ich nehme Wehrmacht und überrennen wir die. 6.15 Uhr. Eine Stunde. So, schwer. Ich nehme diesmal Wehrmacht. Wir müssen einfach einmal tauschen. Mhm. Ja, Russland ist wie ein morsches Haus. Musst du nur gegentreten und dann bricht alles zusammen. Genau. So. Wechselst du jetzt mal mit mir? Sofort. Musst du die Musik ausmachen. Die nervt nämlich. Ja, guck, jetzt gibt's doch eine sozialistische Weltrepublik. Bereit? Jo. Dann vorwärts mit Gott. Mit Gott gegen den Feind. Gegen die Bolschewiken. Ja. Also. Ich mache Wehrmacht, Infanteriedivision mit Sturmgeschützunterstützung und Luftwaffe. Mhm. Du gehst auf überschwere Panzer. Ja. Also ich werde mich erstmal da in der Stadt für einbunkern und dann, wenn ich meine Panzer habe, werde ich dann. Diese Brücke, diese fette Straße, die von Norden nach Süden geht, auch hier auf der Map. Ja. Da ist ja diese eine Brücke, ne? Und da drüber ist der Punkt, den musst du auch noch mithalten. Weil da treffen wir uns. Also ich kann, das ist mir dann zu lang, das Stück. Weil ich versuche die Straße zu halten. Die Querstraße. Ja gut, ja. Das kannst du. Solange du den Munitionspunkt hältst, kann ich Munition abwerfen, kann ich mit Flugzeugen angreifen. Und Sprit kann ich dir abwerfen im Norden. Ah, ne, Sprit krieg ich genug, wenn wir den Punkt da oben haben. Oder solange wir den Munitionspunkt haben, kriege ich nicht genug.
Pioniere zu allem. Unsere Industrie wächst, um uns zu unterstützen. Stuka-Aufklärungsflugzeug vollgetankt und abflugbereit. Pioniere nehmen Ziel ein. Ach stimmt, hier liegen ja Minen auf dem Acker. Okay. Also Vorsicht ist geboten. Ja gut, das ist da oben im Norden, das... Das sehe ich nicht. Ja. Ich finde die Map ist echt schön gemacht mit dem... mit der überdachten Brücke da. Und, sieht echt gut aus. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Nach der Niederlage kommt ein Gegenangriff, jetzt greifen wir mal an. Pioniere hier. Genau. Projekt abgeschlossen. Pioniere. Wir nehmen das ein, ganz sicher. Hier ist sogar ein Grabensystem, guck mal einer an. Wo? Ein Spähwagen ist eingetroffen. Ein kleines nur, aber hier ist ein Graben. Ja. Ja. 222. Das Problem ist halt, du kannst die ganze lange Seite nicht mit so wenig Einheiten halten. Ja gut, das ist halt dein Manko, ja, meine Einheiten sau teuer sind und deswegen ich im Early Game wenig hab. Ja. Ist das dann halt schon irgendwie nicht ganz so optimal. Sag wie es ist, große Scheiße. Ja, zu wenig Manpower, ne? Okay, 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 gut, gut. Wir gehen eine Linie weiter nach hinten. Ja, genau so war das bei mir auch. Ja, das hättest du sagen können! Die Leute brauchst du gar nicht nach vorne bringen, weil das wird zu kosten, Artikel auseinandergerissen. Versuch, hier. Der hat schon einen Bunker gebaut, der Russe. Versuch hier an der Pushlinie zu verteidigen. Ja, mach ich auch. Wir müssen nämlich übers offene Feld rennen und haben da keine Deckung. We need more infantry. Decke noch ein MG ein. Und der Munition von MG. Und die flankieren mich, ernsthaft? Ja, ich versuch. Neue... Gucken, ob du da irgendwas hinschicken kannst. Ja, ich brauche schon neue Truppen. Versorgungshügel der Luftwaffe stehen bereit und erwarten ihr Kommando. Ach, das ist... Na toll. Ist die Kapazität schon verloren? Ah, ich bin auf dem Weg. Zeit hier zu verschwinden. Auf den Weg. Wir haben einen Trupp verloren. Haben die meine Pack geklaut? Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Unsere Nachschublinien sind unterbrochen.
Versorgungsflugzeuge unterwegs zum Schlachtfeld, Kommandant. Alter, wie sieht die denn aus? Das ist doch unglaublich. Diese Stoßtruppen, die haben diese gepanzerten Westen. Die sind richtig heftig. Und dann auch mit den Flammenwerfern. Das haut halt richtig rein. Das Hauptquartier wurde verbessert. Mittlere Panzer und Raketenartillerie sind jetzt verfügbar. Ich habe gerade fast zwei Einheiten. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Also eine habe ich verloren und eine konnte ich jetzt zurückziehen. Jetzt habe ich hier zwei Looks, die werden aufräumen. Stuka-Angriff, wir haben den Kontakt zu einem Gebiet. Jetzt einfach knallhart dahingestellt und dann sollen die Russen mal gegen anrennen. Also alles, was die Russen auffällt, sind Maschinengewehre. Gut, die Pakt hat sich. Hab ich erledigt. Ein Mörsertrupp wurde getötet. Rückzug. Ja, guck, genau so ging es mir vorhin auch. Rückzug auf der ganzen Linie. Ja, das Problem ist einfach, die kommen mit zu viel Material auf der großen Front an. Du hast da nur wenig Chancen, es aufzuhalten. Aber du hast mehr Chancen als ich, weil du halt mehr Infanterie bringen kannst. Ich bringe momentan nur Infanterie. Ja. Und jetzt mein erstes Sturmgeschütz. Ja. Die kommen ja auch schon mit ihren T-60 da oder T-70. Ein Scharfschütze ist eingetroffen. Hier ist sogar T-70. Der sinkt schon wieder. Stuck 3 bereit zum Einsatz. Ich hab grad einen Lux gegen den T-70 eingetauscht. Nicht gut. Boah, bremsen sie wieder mit Artillerie rein. Unbedingt in die Spawn.
Ich bin wieder am Vorstoßen. Okay, sehr gut. What? Wie ist der da rübergekommen? Okay, gut, das geht aber gar nicht. Okay, meine Nordflanke wird komplett überrannt. Komplett. Ja. U87 bereit zum Panzerknacken. The Nordflank is overrun. My Lord Osgiliath is overrun. Versorgungsflugzeuge unterwegs zum Schlachtfeld. Na, Lord, was geht overrun? Stuka bereit, einen Angriff auf feindliche Truppen zu fliegen. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Obwohl, jetzt kommen hier Tier 34, das ist nicht gut. Ah, hier ist ein Flak. Der Feind gut, hat einen Keil in unsere Reihen getrieben. Und dann sammeln die russische Pack ein. Zeit, unsere schweren Panzer loszuschicken. Oh, da kommt der lang ersehnte Nachschub. Ja. Luftangriff durch Stuka auf dem Weg zum Ziel. Stuka unterwegs. Ah, die russische Pack rettet mir gerade das Leben. So, jetzt kann ich mit Luftwaffe eingreifen. Okay, sehr gut. Ja, wieso jetzt erst? Weil ich keine Munition hatte vorher. Ich konnte mir jetzt erst abwerfen. Ja, ich konnte jetzt erst einsammeln. Wer den Nachschub abwirft, muss doch gucken, wie er den wieder einsammelt. Wieso rennt er da hin? Ich hab doch extra hier vorne. Stuka-Bomber in der Luft. Ah, oh, scheiße. Ich hab nicht dran gedacht, dass ich das noch einstellen muss. Was fehlt dir? Sprit? Nee, gar nichts so an Ressourcen. Aber es war einfach nur... ich hab vergessen einzustellen, dass ich den vorgelagerten Rückzugspunkt haben will. Achso. Ja, deswegen ist mein Truppband jetzt komplett zurück zum Hauptquartier. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Den darf ich nicht verlieren, der war teuer. Der muss auch zurück. Und der muss auch zurück. Shit. Gerade eben ist ein bisschen kritisch. Die Situation. Für den Feind unter Druck setzen. Aber es geht noch. So, noch 100 Treibstoff, dann hab ich den Tiger. Und noch 6 CP. Na gut, 5 CP, dann habe ich den KT. Alter, genau. Die reißt einfach die Gebäude. Ein neuer Grepp, Luftunterstützung durch Stuka wartet auf Befehle. Nein. Ich bin zu sehr auf den Zug konzentriert. Ah. Ja, toll. Toll. Unterstützung durch Stuka unterwegs. Jetzt muss ich in den Häuserkampf gegen die Russen eingehen. Ach, das ist ja alles schön. Wir haben einen neuen Grenadier. Kontakt! Unsere tapfere Infanterie fährt. Angriffsflug durch Stuka einsatzbereit. Kampfwagen ist bereit.
Alter, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich bin so wenig Leben überlebt. Du weißt, eine Niederlage bei dir da oben heißt kein Munitionsnachschub. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich auch schon hier am alles versuchen, was geht, damit ich die russischen Einheiten hier aus der Stadt raushalte. Starteinheiten, da habe ich was für, Moment. Ja, ich bin gerade hier mit Infanterie unterwegs, die räumt hier gut auf. Ich muss wieder einen Meter zurückgehen, das ist... zu viel. Ich höre, was du meinst. Wir haben eine Pack verloren. Alter, diese Su-76. Die regt mich so auf. Oh, der KW-2, na toll. Und. Schulein auf Zeit, ey, also das Behindertste an CA2. Los, komm, schieß. Ist deine Gewehrgranate. Sturmpanzer 4 meldet sich zum Dienst. Brombeer. Natürlich. Aufmerksam war. Panzerschreck wählen. Wenn meine Dings anders geht, das hier nicht. Die überrennen mich hier mit Panzern. Okay, der ist so ein Himmel. Alter, ich geb mir eine ganze Munition nur für Antipanzergranaten aus. Und meine einzige langfristige Hoffnung ist hier der Dingstrupp, der schwere Waffen-SS-Trupp. Weil da nämlich ein Gefechtspaket jetzt mit einer Panzerschreck drin. Und der ist langfristig gesehen meine eigene einzige Chance hier noch. Großartig. Hilft mir SS-Truppen. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Genau. Ihr habt damals im Spanischen Bürgerkrieg gut gedient. Ja, im Spanischen Bürgerkrieg gut gedient. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, ja, irgendwie sowas. Ihr Vater in den Klonkrieg gut gedient. Im Westfeldzug habt ihr gut gedient. Genau. Eure Hilfe gegen die Russen. Nun ersuche ich um die Hilfe im Kampf gegen die Russen. Komm, Alter, schieß doch, hör auf, da hinterher zu kriechen. Schieß mit deiner scheiß Panzerschreck. Oh, jetzt ist der gestunt. Das kann doch echt nicht sein. Also, ich habe meine Nordflanke zurückerobert, aber dafür bricht die Mitte zusammen. Ja. Alter, das ist um 76, gibt es auf den Sack. Endlich. Sie ist weg. Gut, jetzt hab ich das so ungefähr. ISO! Halbwegs unter Kontrolle. Alter, mein Scout hat auch immer noch mit 54 Kills. ISO! Ja. Ich kann keinen Meter zurück, ich würde es dir vorschlagen. Ich stehe 1000 Meter vom Feind. Oh Mann, ich hab nicht genug Munition. Ich hab jetzt alles in meine. An die Panzergranaten. Jetzt kommt der. Ich werf ab, sag doch, dass du Munition brauchst. Ja, okay. Weißt du was? Jetzt hab ich eh den KT. Ja, dann gib mir, dann kann ich Flugzeuge ansetzen. Bombsche werfen. Soll ich den in die Mitte bringen, den KT? Ja, oder? Ja. Ich lechze nach Verstärkung. Muss halt nur gucken wegen der Infanterie. Ja, die krieg ich schon weg. Ich hab hier so ein kleines KW-2. Ein Paket muss. Ja, nimm dir eins. Ich hab ne Stuka, wo ist denn der? Ich seh ihn nicht.
in dem Bereich irgendwo. Och, da kommen die jetzt mit Infanterie mit Flammenwerfern. Oh, das ist. Ja. Typisch und feindlich, ja. Ich sehe da keinen KW-Zug, ich kann höchstens die Straße da einreißen. Wo die Kommissare drin sitzen. Ich reiß das Haus mal ab. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. Mein Sturmgeschütz hält die gesamte Front alleine. Und dein komisches Halbkettenfahrzeug. Alles tot. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Naja, gut, kein Problem. Bereit, einen Angriff auf feindliche Truppen zu fliegen. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Ich regel das auf die altmodische Art und Weise. MG-Trupp getötet. Panzerschreck. Ein Panzerfahrer. Dann muss ich den KW-2 irgendwie ausspielen. Ja. Der Punkt ist gar nicht mehr. Dass die altmodische Art ist. Mikrofon muted. Ja, altmodische Art, ey. Mann gegen Panzer. Ah, der KW-2, der reißt hier alles ab. Nachschubflüge sind jetzt verfügbar, Kommandant. Ich muss unbedingt was gegen KW-2 tun. Panzerabwehrunterstützung durch Stuka auf dem Weg zum Ziel. Einen schweren MG-Trupp verloren. Wir verlieren einen Sektor. Ich habe ähnliche Probleme wie du. Ganz ähnliche Probleme. Schmeiß die Produktionserweiterung abgeschlossen. Ich kann deine Situation gut. Ich hab dein Flugzeug reingehalten. Ja, der kann mit seinem Platz überlegt. Da kann ja auch nichts mehr. Aha, das ist alles Scheiß. Alter, mein Panzer 4 kämpft gegen die gesamte dritte russische Panzerdivision. Okay, tot. Ja, mein KT steht ja auch nicht. Der Feind hat einen Panzer zerstört. Ich kann mich nicht zurückziehen und ich kann auch nicht davonlaufen. Das heißt, ich greife wieder an. Das ist die einzig logische Konsequenz. Alles rein. Was? Dann entblößt du die Westfront. Ja, aber das geht gar nicht. Die überrennt mich hier mit den 3085. Und wie du ja schon sagtest, sobald wir den Punkt da verlieren, ist die Front komplett verloren. Ach, jetzt hätte ich jedenfalls mein vorgeschobenes Hauptquartier. Komm! Schieß doch! Reiß dich auseinander, du dumm. Oh, Scheiße. Alter, das kann nicht sein. Okay, ich habe keine Hoffnung mehr. Sabelnet, kämpf! Wait, jetzt ein Yachtpanzer und dann. Ja, hol dir den Yachtpanzer. Und jetzt erstmal ein Tiger 1. Ach komm, da kommen noch mehr Russenpanzer. Kommen ja von überall. Was ist denn bei dir in der Stadt los? Was macht die denn da? Ja, ich saß doch schon die ganze Zeit, der KW-1, der KW-2 hat da alles abgerissen. Und ich werde von T-34 überrannt. Die Sturmgeschütz hat schon als Ritterkreuz mit Watt, weiß ich. Der hat schon 11 Panzer abgeschossen. Cool, mein T1 würde vernichten. Ja, erstmal daneben schießen. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Pioniere erwarten Befehl.
Also meine schweren Waffen, SS-Grenadiere, sind alles, was ich an Kampfkraft noch auf dem Feld habe. Und die kann ich nicht zurückziehen und crashen, weil damit MGs und Panzer im Weg sind. Aber das ist ja scheiße, ich versuch's einfach. Ja. Komm, renn. Wehe, du stirbst. Alter, da kommen sie jetzt wieder angefahren. Das Schlimme ist, ich kann meine Truppen nicht refreshen, also meine Truppen nicht aufrüsten, weil ich keine Munition mehr habe. 150. Also wenn du Panzer brauchst, hier stehen welche rum. So. Das waren verzweifelt. What? Ach, die haben ja das Panzer. Irgendein voll easy Panzer. Ihr müsst sofort den Tiger reparieren, sofort. Das war eine der letzten Stücker Bomben, die noch hat, ja, die letzte Bombe auf Lager. Da kommt KW-2 angerollt, da kommt ein KW-2 angerollt. Wo? Da, auf dem Hügel. Der hat geschossen. Ich hab's grad gemerkt. Das war schmerzhaft. Der Russe ist noch nicht geschlagen, ja. Der fährt sogar schon rückwärts zur Front, weil er sich sagt, ja, macht hier keinen Unterschied. Alter, jetzt schießt er mit Katyusha bei mir in die Base. So ein Wichser. Ja, so, Ernst Rudel kommt noch mal ran. Ah, Mann. Was mach ich denn? Ich kann mir Sprit abwerfen. Stalingrad. Also, wir noch 5 Munition, dann hab ich Dings, wie heißt? Oh nein. Und die jetzt ist gleich kaputt. Der kriegt hart aufs Maul. Also ich hab Panzer hier rumstehen, ich muss sie nur reparieren und wieder Mann, dann hab ich einen riesen Panzerarmee. Nein. Alter, mein Tiger, das ist immer. Bau mal mit dem neuen LKW und bau den bei mir auf. Oder irgendwo hier hinten, guck. Wie du kannst nicht. Oh. Die wurden von dem KW-2 abgerissen. Der KW-2, ein Schuss, alles tot. Alter, der KW-2 hat mich richtig auseinandergenommen in der Stadt. Weißt du, ich hatte die schön in den Gebäuden drin gehabt und dann BAM! Schrotzt der da einmal drauf und das ganze Gebäude bricht zusammen. Alter. So, Panzer. Jagdpanzer sind auf dem Weg, also Hilfe ist da. Ich habe mir schon eine Strategie überlegt, falls wir das nochmal versuchen sollten, morgen oder so. Ja. Ich gehe wieder in die Stadt, nehme Verteidigungsdoktrin, bunkere mich da so hart ein und schieße alles mit Artillerie weg, was da ankommt. Das Problem ist einfach, die obere Flanke ist zu breit. Man kann sie das nicht verteidigen mit den Deutschen. Das ist nicht gescheit. Breit ins Osten. Patrick, MC ist confirmed. Alter, die haben einen Jagdpanzer 4 abgeknallt. Okay, jetzt kommt der Königstiger. Jetzt nochmal. Endsiegstimmung hier. Das ist doch richtig Volkssturm. Ja, ich stell den Volkssturm, ich stell die Infanterie. Greif jetzt wieder an. Nur noch von der Hauptsache irgendwas aufrecht. Oh, ich kann ja wieder Dings bauen hier. Der Feind hat einen MG-Trupp getötet. Mit dem schweren
Ha! IS. Das Soziales hat die Abhängigkeit. Ich brauche 300 Benzin für einen Königstiger. Oh, das ist teuer. Kann ich die nicht mal schicken? Nee. Ich könnte mir abwerfen, aber da oben ist, ja, ein Problem. Ja, ich sehe es gerade. So, ich kann meine Basis vielleicht dann wieder aufbauen. Wir haben einen Panzer verloren. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Ich werde erstmal meine Basis reparieren. Da ist er, die Drecksau. Der KW-2, jetzt liegt er auch schon. Komm. So! Das war's mit dem. Macht sicher. Wir erleiden Verluste. Da ist die Katjuscha, Ich schieße ab. Knall die Panzer ab, das ist viel wichtiger. Ja, ansonsten schießen die uns wieder in die Basis rein. Mit dem Drecksteil. Neue Panzerabwehrkanone eingetroffen. So, meine Halbkette ist da. Der greift mich mit Fahrzeugbesatzung an, weil er nicht genug Panzer hat. Oh Mann. Da ist ein Panzer. Soll ich die jetzt erstes wegnehmen? Der Feind ist hinter unseren Linien. Das Hauptquartier wird angegriffen. Ständig dieses Base-Bombing. Ich brauche Hilfe in der Mitte. Oh oh. Ich muss noch die Kirche ausschalten. Gut, jetzt komme ich in die Mitte gefahren. Die Isus, da habe ich keine Chance. Ah, ich bin auf dem Weg. Boah, hier stehen auch Panzer. Wo sind denn die Isos? In der Mitte. Hier irgendwo. Alles voll. Nein. Wir schießen mich von hinten. Jetzt verliere ich auf so dumme Art und Weise den KD. Das ist das letzte Bollwerk vor Berlin. Ich hab den doch. Er schießt der Wind Katjuscha an die Base. Ja. Der Feind hat eine Pack zerstört. Hat keine Menschen, die so viel Böses sind. Jetzt hat er mein Gebäude abgerissen, weil er mit den schweren Hobbitzen da reinballert. Der Feind hat keine Menschen, die so viel Böses tun. Ich habe keine Munition, um mir Panzer zu kaufen. Ja, genau das muss ich mit dem Problem habe ich auch schon die ganze Zeit. Sprit habe ich bis zum Umfallen, aber keine Patrone, nichts. Ah, gut, der KT ist gleich. Geschichte. Nein, er ist nur. Na, wollt mich doch verarschen, ey. Ich renne da gerade in der Pionieren hin. Was passiert? Hier kommt so ein Flugzeug angeflogen und mein, das muss man hier wegrasieren. Komm, ah! Ey, der will zu angreifen, der will zu gerade angreifen, dann kommt der und ballert natürlich genau zufälligerweise auf die Stelle. Jetzt musst du erstmal einnehmen und ziehen irgendwo hin.
Der KT ist nur noch nach auf dem Schrott. Oh nein! Aber er liegt noch. Also ich kann ihn nicht wiederholen. Unsere tapfere Infanterie. Oh Scheiße. Lass ihn stehen. Nein. Der kann eh nicht mehr schießen. Ja, und? Guck mal, wie viel IS-2 da oben stehen. Es kann nicht sein, dass wir schon wieder verlieren, ey. Boah. Boah. Base destroyed. Boah, ich steh da. Guck mal, was die da stehen und die ganze Zeit auf meinen KT schießen. Ja, ich seh es ja. Ich seh ja. Was soll ich dagegen tun? Keine Ahnung. Der KT juckelt grad so ein bisschen zurück, ey. Der Feind hat einen Panzer. Da kommen sie, die wollen nicht flankieren. Oh nein. Ich schick dir ein Sturmgeschütz. Ich schick dir ein Sturmgeschütz. Ja, das sind mir sehr viele in der Situation. Ja, was Besseres hab ich nicht. Aber ich mach wieder einen Gegenangriff im Norden, also. Okay, Angriff vorbei. Der KT, der kommt zurück, ey. Kommt zurück irgendwas. Ah, das Einzige, was der uns jetzt noch über Wasser hält. Ah, okay, da ist noch ein Gebäude gebaut. Gut. Das ist immer noch mein Anfangsgemäuer. Da bin ich nicht weggezogen. Das Problem ist jetzt bei mir, ich kann in meinem T2, was ich habe, keine Infanterie bauen. Weil die AFK Munition kriegst. Ah, doch, jetzt kann ich Mörser bauen, jetzt kann ich Mörser bauen. Mörser. Das ist dein Beitrag. Ja, ich kann. Was kann ich dafür? Ja, hättest du mal auf LKW auf Vorrat gebaut. Stattdessen muss ich mit Sturmgeschützen gegen Pack kämpfen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Oh doch. Du machst es einfach wieder in der Dokumentation. Du überfährst einfach den Pack, weißt du? Und der Feind kann durch die Nebel durchgucken. Der weiß genau, wo meine Einheiten stehen. Das ist ein Scherz. Jetzt heizt er hier wieder mit Artillerie rein. Panzerschlachtkurs. Wenn wir mit dem Stück einfach über die Pack drüber gefahren sind. Ja, da stand die Pack aber auch nicht 5 Kilometer entfernt, sondern 3 Meter neben dem Panzer. So, wieder ein Stück verloren. Ich habe keine Munition für Panzer. Das ist doch nicht. Na gut, jetzt habe ich doch 60 Munition. Okay, jetzt wird meine Basis überrannt und ich habe nichts dagegen. In der Stadt. Genau so. Alter, und die heizen mit Katjuscha rein. So, Abschuss, zack. Ja, das stimmt. So geil. Ach, die Flammen, die externen, die haben gar keine Flammen. Also die externen haben gar keine Flammen. Was ist das für eine Verarschung? Ich würde sagen Rückzug. Ja, noch wohin? Ja, zurück halt, nach Hause. Nächste Map. Mein Vorschlag wäre, wir ziehen uns zur nächsten Map zurück. Oh, guck mal, da steht ein Panzer. Die haben dir für uns deine Basis geparkt. Komischer und interessanter. Ah, endlich! Nachschub aus Deutschland, Feuer! Ich hab kein Gebäude mehr. Nein! Wir haben das Vaterland enttäuscht. Aber der IS-2 wurde noch abgeschossen.
Also mein Vorschlag, wir bauen eine Verteidigung auf der nächsten Map auf, wir ziehen uns einfach 100 Kilometer zurück. 100 Kilometer? Ja, nee, 20 Kilometer zurückziehen und dann... Ich wollte gerade sagen. Ja, 20 Kilometer zurück. Ich guck da mal wieder auf den Atlas und dann gucken wir mal. Also der Russe hat gerade Operation Bagration gemacht. Der ganze Heeresgruppe Mitte vernichtet. Zweimal vernichtet geschlagen. Einfach aus Gilead overrun, ja. Ja. Ja, Patrick, das können wir doch jetzt nutzen. Jetzt ist Heeresgruppe Süd und Heeresgruppe Nord schließen sich einfach hinter dem Vorstoß zusammen und kesseln. Geht nicht, weil Heeresgruppe Süd schon nach Rumänien eingedrückt ist und Heeresgruppe Nord eingekesselt ist. Ach, das ist ja Fake News. Ja, dann soll die Armee eben Gerd machen. Genau. Aber die Armee marschiert Richtung Westen, an den Rhein, um die Amerikaner aufzuhalten. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Aber doch, du hast die Westfront. Ja, nächstes Mal. Okay, unsere Division komplett aufgerieben. Wir müssen die neu aufstellen und dann werden wir Gegenangriff machen. Okay, jetzt muss ich gucken. Stell dir mal vor, das wäre jetzt alles nicht aufgenommen worden. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns dann 20 Kilometer weiter westlich. Tschüss.